So, herzlich willkommen zum Chaos Communication Slam. Hier auf dem Kongress passieren ja viele wundervolle Dinge. Gerade kurz vorher konnten wir bei der Ergreifung der Weltherrschaft eines kleinen schrabbeligen Roboters zusehen. Wer von euch war denn jetzt aber schon mal bei einem Poetry Slam? Anderes Thema. Hände hoch. Wer war schon beim Poetry Slam? Super. Wer war noch nicht beim Poetry Slam? Das sind etwas weniger. Also die, die noch nicht da waren, das ist auch ganz wundervoll. Das ist eine ganz tolle Erfahrung, das werdet ihr gleich feststellen. Und dass wir das jetzt hier dargeboten kommen, das verdanken wir Torben und Fleming aus Flensburg. Die haben sich gedacht, sie bringen diese Kulturform mal auf den Kongress und schauen, was passiert. Es ist quasi so eine Art Mashup, es ist ein Experiment. Was auch ein Experiment ist, wir haben auch wieder Übersetzung für diese Veranstaltung. Das ist eher so eine Art Experiment mit Sprache. Ich würde sagen, das ist eine parallele Kulturveranstaltung, die vage verwandt ist mit dem, was hier auf der Bühne passiert. Wörtliches Zitat der Übersetzer: Es wird eine englische Tonspur geben. Sie haben nicht gesagt, dass es eine Übersetzung wird. Also bei c3lingo.org könnt ihr mal schauen, was da los ist und was sie daraus machen. c3lingo.org wird auch ein Experiment, da wird auch mit Worten und Sprache gespielt. So, wir haben 11 Slammerinnen und Slammer und ich werde nicht länger Zeit verschwenden, sondern jetzt die Bühne freimachen. Torben, Fleming und die 11 Slammerinnen und Slammer werden euch jetzt eine richtig coole Show bieten. Bitte einen ganz herzlichen Applaus dafür. Vielen Dank. Hallo, hallo. Hallo Leipzig, es ist mir eine Ehre hier zu sein und wir haben gerade schon hier am Anfang gefragt, wer schon mal an einem Slam war, aber das ist jetzt schade, weil der Stream hat das nicht so richtig mitbekommen, deswegen diesmal vielleicht mit Klatschen. Wer von euch war schon mal bei einem Poetry Slam? Ja, ja, ist schon ganz gut, ist schon ganz gut. Jetzt nochmal mit Klatschen, wer noch nicht? Ihr werdet Spaß haben, das sage ich euch, keine Sorge. Ich bin total erstaunt. Ihr seid mehr als, also 10 Leute mindestens und mehr habe ich mir auch gar nicht gewünscht für diesen Talk hier, ganz ehrlich. Wir haben 11 wunderbare Poetinnen und Poeten uns zusammengesammelt, aus Workshops zusammengekratzt. Einige haben sich bei uns im Vorhinein gemeldet und ich kann es kaum erwarten zu hören, was diese tollen Menschen zu erzählen haben. Aber erstmal vielleicht zu diesem Slam. Ich kann es mir kaum vorstellen, aber wir wollten einen ernsthaften Talk einreichen für diesen Kongress. Aber dann, nun ja, dann war noch 5 Minuten Zeit, bevor die Deadline zu Ende war. Und in so einer leichten Schnapsidee habe ich gedacht, komm, du hast doch, bevor du mit diesem Chaos angefangen hast, mal ganz viel geslammt. Und so stehen wir nun hier, denn ganz ehrlich, ich hätte nicht erwartet, dass der Mist hier angenommen wird. Aber hey. Ich will einmal für alle, die vielleicht länger nicht bei einem Slam waren oder für alle Leute, die noch nie bei einem Slam waren, kurz die Regeln einmal erklären. Und dann will ich auch ganz schnell von der Bühne verschwinden, denn ihr seid ja nicht für mich hier, sondern für diese ganz tollen Menschen, die wir da vorne in der ersten Reihe platziert haben. Ein Poetry Slam ist ein Dichterwettstreit für Poeten, die selbstgeschriebene Texte mit auf die Bühne bringen. Das bedeutet, ihr könnt Goethe und Schiller hier nicht vortragen, das wollen wir auch nicht vielleicht unbedingt, außer natürlich Goethe und Schiller nehmen teil, wir rechnen heute wieder nicht damit. Dieser Poetry Slam funktioniert so, dass diese Menschen auf die Bühne kommen. Sie haben 6 Minuten Zeit. Ein ganz striktes Zeitlimit, was hinten hinaus vielleicht ein bisschen wischiwaschi wird. Dafür fange ich dann einfach an, wild hinter diesen Menschen herumzutänzeln und sie langsam vom Mikrofon wegzudrücken, weil sie doch echt mal aufhören sollten. Wenn sie das, ich möchte behaupten, das werden sie überleben. Die Poetinnen und Poeten dürfen keine Requisiten verwenden und sich nicht verkleiden. Das heißt, wenn hier einer von denen als Papst hochkommt, dann will ich auch, dass es der Papst ist. Auch damit rechnen wir heute wieder nicht. So, aber Wettbewerb, wer bewertet denn das Ganze? Und da seid ihr gefragt. Ja, ihr, das ist hier so eine Nummer mit Mitmachfaktor. Und deswegen hat auch mein toller Assistent Fleming hier so schöne Punktkarten in der Hand. Denn bei einem Poetry Slam werden die Texte nach den Vortragen bewertet auf einer Skala von 1 bis 10. Wie das so sich verteilt, das erklären wir gleich nochmal, aber gleich wollen wir erstmal diese Punktkarten loswerden. Und wenn man dann einmal die Wertung gesammelt hat, dann wird das Ganze hochmathematisch zusammengerechnet. Wir haben 7 Wertungen aus dem Publikum, die werden dann, da wird die höchste und die niedrigste gestrichen, dann wird aufaddiert. Und dann entscheidet sich, wer weiterkommt ins Finale. Denn wir haben eine Vorrunde, wir haben 2 Vorrunden und jeweils die beiden Slammer mit den beiden höchsten Punktzahlen in der Vorrunde ziehen ins Finale, sodass dann am Ende 4 Menschen hier oben stehen und ganz am Ende wird euer Applaus, also von euch allen, entscheiden, wer unser erster Chaos Communication Poetry Slam Meister wird oder wie wir den Titel nennen wollen.
Normalerweise beim Poetry Slam ist es so, da gibt es dann so ein schönes Flipchart, was an der Seite steht und da läuft jemand mit einem Edding rum und einem Taschenrechner oder verrechnet sich ganz scheiße und das wollen wir alles nicht. Und wir haben gedacht, wir sind doch Informatiker, wir haben fähige Programmierer auf das Problem dieser Flipcharts geworfen. Tagelang, vielleicht sogar nur minutenlang, haben wir dafür eine Lösung entwickeln lassen, die wir euch nun vorstellen möchten. Ein Wunderwerk der Technik. Wir haben zurückgegriffen auf Excel. Mit zwei Sheets. Ich kann es selber kaum glauben. Ich wollte auch gerne eigentlich noch den Hintergrund schwarz machen und die vordere Farbe dann so, aber ich habe halt keine Ahnung von Excel. Meine Güte, ich bin Informatiker. Das ist mit Makros und so. Gut, aber jetzt wäre es vielleicht schön, wenn wir ein ganz kleines bisschen Saarlicht wieder bekommen, denn wir wollen unsere Juroren herausfinden. Ihr könnt euch schon mal Gedanken machen, habt ihr Lust, ein bisschen zu bewerten? Keine Sorge, das ist hier nicht der Ingeborg-Bachmann-Preis für hochtrabende Literatur. Wir müssen nur so ein bisschen fühlen, wie das Ganze ist. Und wir helfen euch auch. Und das Publikum wird durch seinen Applaus euch allen helfen. Schnackt doch auch mal vielleicht mit eurem Nachbarn. Vielleicht habt ihr Bock, das auch zu zweit zu machen. So kleine Teams gehen auch. Fleming geht jetzt rum. Und wenn ihr Lust habt, Juror zu sein, dann hebt doch mal die Hand. Oh Junge, das geht ja gut los. Fleming, such dir doch mal welche aus, die kompetent aussehen. Hier rechts fehlen noch so ein paar Hände. Hier Mitte sieht schon ganz gut aus. Sollen wir euch noch mal motivieren? Wir haben nämlich ein bisschen was Schönes auch mitgebracht. Wir haben hier so einen Topf No-Name-Gummibärchen mitgebracht. Ah ja, genau. Komm mal her damit. Ja, genau. Und auch noch No-Name-Kekse mit Schokolade drin. Und wir werden euch damit nicht nur karnevalsmäßig bewerfen. Nein, die Juroren bekommen extra viel davon. Also, ich wollte schon... So, ich werfe mal einen in die Menge und das ist jetzt schon mal Juror Nummer 1, wer den fängt. So, da haben wir schon mal einen Kandidaten. Das ist jetzt für den Stream vielleicht ein bisschen langweilig, aber haltet durch. Wer war das? Da, ich gebe das mal weiter. Oh, das Mikrofon koppelt hier langsam. Ach komm, ich wollte das schon mal. Da hinten brüllen auch noch so ein paar Leute rum. Kölala! So, hier, wenn ich den Keks jemandem ins Auge werfe, dann gibt das, glaube ich, echt Ärger mit diesen ganzen Safety-Leuten hier. Das ist echt nicht gut. So, hier sind auch schon so Schüler, die früher immer geschnipst haben. Nicht mal fangen, die wollen die scheiß Schokolade nicht. So, ja, wie so, sieht's dann aus? Haben wir hier nochmal, das muss ja vorangehen hier. Hier stehen sogar zwei. Ich kann das auch nicht so weit wegmachen, weil ich sehe das nachher einfach von der Bühne einfach nicht mehr. Fleming, wo bist du eigentlich? Da. Hier. So. Auf der rechten Seite fehlen noch welche. Gebt eurem Nachbarn was ab. Hier, ich mache das. Keine Sorge, es ist nicht das letzte Mal. Hier laufe ich mal hin. Die Reihe kriege ich noch ein und dann habe ich noch zwei über. Gibt's auch wilde Winker hier? Hier gibt's auch wilde Winker. Sag mal, wie viel Zettel habe ich dir gegeben, Fleming? Ein noch. Wunderbar. Und hier die Tribüne kriegt auch noch ein. Du musst sie dann sehen, das weißt du. Ja, das kriegen wir hin, hier. Ja, vielen Dank hier schon mal an die C3 Holzfäller, die uns diese Schilder noch ganz schnell geliefert haben. Es ist nicht so einfach, 70 Blatt bedruckte Papier aufzutreiben. Wunderbar, wir haben es verteilt. Ihr findet jetzt, ja, ein Applaus für Fleming und die Juroren. So. Ihr seht jetzt, ihr habt Zettel mit Nummern von 1 bis 10. Ganz wichtig, passt auf, wie rum ihr die 6 und die 9 haltet. Natürlich habe ich keinen Punkt dahin gesetzt. Genau, und um jetzt mal zu gucken, dass ihr auch alle eure Zettel habt, bitte ich die Juroren doch mal, dass ihr jetzt alle die Nummer 7 hochhaltet. Na, wo seid ihr? Ich sehe eine 7, ich sehe eine zweite, eine dritte, eine vierte, eine fünfte, eine sechste. Vielleicht, wo ist denn die siebte? Ach da, okay, ja, hat ein bisschen gedauert, muss man suchen. Wunderbar, dann sind wir ja schon so gut wie startklar. Aber was sind jetzt diese ominösen Punkte? Ja, da müssen wir euch natürlich ein bisschen einpegeln und so. Und wir können schon uns fröhlich schätzen, denn wir haben gleich einen Poeten an erster Stelle, der sich gewünscht hat, Erster zu sein. Das ist eine ganz, ganz fürchterliche Aufgabe, denn es gibt die Regel, wenn du als Erster antrittst, dann gewinnst du prinzipiell nie und kommst erst gar nicht ins Finale. Weil ihr seid noch nicht so warm vielleicht, ihr habt euch noch nicht auf Stimmung geklatscht und wisst noch nicht, wo das Feld liegt. Aber genau da gehen wir gleich hin. Wir werden das jetzt mal ausprobieren. Und deswegen... als erstes möchte ich gerne von euch hören gleich einen 5-Punkte-Applaus. 5 Punkte, das ist Durchschnitt, das ist ein guter Text, das ist solide. Das hat jetzt nicht allzu viele Grammatikfehler und das kann man anhören, das macht Spaß. Wie klingt ein 5-Punkte-Applaus hier in Leipzig so? Okay, okay, okay.
das ist schon mal gut so. Jetzt wollen wir hoffen, also 5 Punkte. Ich glaube, wir werden nicht unter 5 Punkte gehen. Also das passiert eigentlich so gut wie nie. Außer jemand fällt irgendwie direkt auf der Bühne tot um und bleibt halt die 6 Minuten dann noch lieben am Kompostieren. Aber mir noch nicht passiert zum Glück. Also ich habe das noch nicht erlebt. Aber trotzdem, um es mal zu testen, würde ich von euch gerne mal hören. Wir wollen gleich mal einen Ein-Punkte-Applaus üben. Ein Ein-Punkte-Applaus, da, ja, der Slammer, meine Güte, der ist auf die Bühne gekommen, der ist gleich umgefallen und konnte sich vor Aufregung kaum halten. Er hat eure Mutter gleich beleidigt, hat 3-mal abgebrochen, ist von der Bühne gegangen, hat gesagt, ihr könnt mich mal alle, ist wieder umgedreht auf die Bühne, hat sich noch 3-mal entschuldigt, aber irgendwie ist das alles keine kohärente Sache gewesen und vielleicht hat er irgendwie das Ziel komplett verfehlt und liest irgendwie Verse aus irgendwelchen SPD-Wahlprogrammen raus oder so. Ich habe keine Ahnung. Wie klingt, also mit Hüsteln bitte jetzt, wie klingt ein ganz, ganz, ganz leiser Ein-Punkte-Applaus bei euch? Ein Punkt! Okay, ich muss euch eine Sache leider mitteilen, ihr habt was falsch gemacht. Sorry, ihr seid vielleicht noch nicht so erfahren als Slam-Publikum, aber eine Regel habt ihr als Publikum und das ist Respect the Poets. Es wird nicht geboot, wir wollen excellent alle zu each other sein und selbst wenn wir den Fall haben, dass der Poet eure Mutter beleidigt hat, steht da drüber, sowohl während er auf der Bühne steht, als auch wenn ihr ihn später nochmal an der Bar trefft, lasst ihn in Ruhe. Die Leute haben sich hier echt was getraut, muss man sagen. Und deswegen jetzt nochmal den Ein-Punkte-Applaus, gerne auch mit so leichtem Räuspern und sehr, sehr langsam klatschen, aber mit Respekt. So zerstört man Seelen, Kinder. So, aber jetzt wollen wir uns reinsteigern. Und liebe Slammer, ihr solltet euch schon mal, die ersten 1, 2 Slammer sollten sich schon mal an der Bühne bereit machen, denn ihr seid gleich dran, ich sage es euch, ganz grausam. Und deswegen möchte ich von euch hören. Erstmal, wir fangen uns nochmal an, wir steigern uns ein bisschen rein in den Applaus, damit wir unseren ersten Slammer auch angemessen begrüßen können auf der Bühne. Also Leipzig, wie klingt denn jetzt nochmal ein 5-Punkte-Applaus? Ja, okay, und jetzt machen wir da mal so 6 Punkte draus. 7 Punkte. 8 Punkte. 9 Punkte. Stopp. Huiuiui, die Halle hallt ganz schön. Und jetzt wollen wir gleich wissen, nämlich, das ist jetzt ganz wichtig, wir müssen herausfinden, wie ist ein 10-Punkte-Applaus? 10 Punkte. Das ist ein Poet. Der war so toll, der Text. Er hat euch... Noch nicht. Ihr müsst doch erstmal wissen, was ein 10-Punkte-Applaus ist. Ein 10-Punkte-Text, das ist ein Poet, den wollt ihr mitnehmen. Den nehmt ihr euch nachher, nehmt ihn nach Hause, entführt ihn, stellt ihn euch in den Schrank und immer wenn ihr Lust habt auf ein bisschen Unterhaltung, dann zieht ihr die Tür auf, ihr verfallt in Liebe, ihr verliebt euch in diesen Text, ihr könnt vor Lachen nicht mehr, ihr rollt auf den Boden, er berührt euch irgendwo an ganz tiefen Stellen, wie das sonst keiner tut. Nicht nur hier, sondern auch hier. Schon Rio Reiser sagte, öffnet eure Herzen und herzt eure Öffnungen. Mehr werde ich heute nicht vortragen, Leute. Ja, und genau, ein 10-Punkte-Applaus. Du bringst mich aus dem Konzept, Fleming, aber dafür bist du da. Ein 10-Punkte-Applaus, das holt euch ab. Ihr könnt nicht mehr, ihr hättet euch nicht vorstellen können, dass der Abend überhaupt hätte so gut werden können. Und vielleicht macht ihr es nur einfach, wie ihr nett seid. Aber jetzt bereitet euch vor. Leipzig, wie klingt ein 10-Punkte-Applaus bei euch? Hi. Also, ich bin Svolli und ihr seid viel. Ich habe mich freiwillig gemeldet, Erster zu sein, denn mein Text heißt Hoffentlich nicht Letzter. Hoffentlich nicht Letzter war mein Minimalziel, als ich das erste Mal bei einem Slam auf der Bühne stand. Gut, jetzt stehe ich hier mit diesem Text und jeder kann sich denken, Ziel verfehlt. Was sich aber nicht jeder denken kann, und das mal da drauf, und das mal da drauf, eigentlich immer. Ich machte trotzdem weiter, das Ziel vor Augen, endlich einmal nicht Letzter zu werden. Am 30.03.2017 war es dann endlich soweit. Ich wurde endlich einmal nicht Letzter, sondern Vorletzter. Auf den letzten Platz wurde eine sehr nette Kollegin verbannt, die das Losblech ereilte.
Sie musste als Erste starten und das, obwohl sie das erste Mal auf diesem Slam war. Ihre Geschichte war ganz klar unterbewertet. Das passiert leider häufig, wenn man als Erstes raus muss. Es war mein Lieblingstext des Abends, der letzter wurde. Und ich davor Vorletzter. Nur selten habe ich mich über ein erreichtes Ziel so wenig freuen können. Und so steht jetzt die Frage im Raum, warum mache ich dann weiter? Eine Antwort auf diese Frage finde ich nicht, denn das ist die falsche Frage. Die richtige Frage ist, warum mache ich das überhaupt? Und die Antworten darauf beziehen sich nicht mehr auf das Slam an sich, sondern auch auf meine vielen anderen Freizeitaktivitäten. So nehme ich zum Beispiel seit 2012 Gitarrenunterricht oder schreibe für antiquierte Computerhardware Programme, die versuchen, Technik und Kunst zu verbinden. Aber nun zurück zu den Antworten. Diese sind, weil es mir Spaß macht, weil ich es kann und weil ich es kann. Ja, zweimal. Denn weil ich es kann, hat zwei Bedeutungen. Zum einen bedeutet es, weil es die Umstände zulassen. Ich habe nicht das Problem, nicht genug zum Leben zu haben, noch weniger muss ich um mein Leben fürchten. Etwas, was ich mir viel zu selten bewusst mache. Weil ich es kann, bedeutet aber auch, weil ich es schaffe, die Ideen in meinem Kopf auch aus diesem heraus auf Papier oder an einen Computer zu bekommen. Und da kommt dann auch, weil es mir Spaß macht, ein Spiel. Es ist ein extrem tolles Gefühl, etwas aus dem Nichts zu erschaffen. Viele Künstler haben etwas Konkretes, dem sie eine neue Form verleihen. Ton oder Stein für Skulpturen, Farbe und Leinwand für Gemälde. Ich hingegen sitze vor einem Nichts. Und alles, was ich habe, um dieses Nichts zu bekämpfen, sind meine Ideen. Ideen, die meistens eine Inspiration widerspiegeln. Oft ist es ein Versuch, Grenzen auszuloten. Oder in diesem Fall war es halt die bittere Erfüllung meines Wunsches, endlich mal nicht Letzter zu werden. Aber dieser Sieg über das Nichts ist süß. So süß, weil es keinen Verlierer, keinen Letzten hinter mir gibt, nur das Erreichte vor mir. Und einen Grund habe ich noch vergessen, Adrenalin. Hier zu stehen und euch meine Gedanken zu vermitteln, ist eine Kombination aus Spaß haben und einem massiven Adrenalinschub. In meinem Fall mehr Spaß und mehr Adrenalin als Achterbahnfahren. Und diese Achterbahn fahre ich hier nicht alleine, sondern mit tollen Kollegen. Ich liebe es, Backstage mit den anderen zu sitzen, wenn wir alle langsam etwas aufgeregter werden, einer mehr, einer weniger, und über das reden, was gleich passiert. Der Text ist neu, ich kann ihn noch nicht so richtig und all so ein Zeug. Das Zitat ist übrigens von mir. Man könnte sagen, wir sind eine große, glückliche Slammer-Familie. Nein, mal im Ernst, das ist Bullshit. Familie bedeutet, dass da auch Leute mit dabei sind, die man ertragen muss. Das gilt definitiv nicht für diese Kollegen, mit denen ich mir diese Bühne teilen darf. Und deshalb möchte ich euch nochmal um einen Gefallen bitten. Und an dieser Stelle habe ich ein echtes Problem mit dem Text gehabt, bis mir aufgefallen ist, diesen Gefallen kann ich euch nicht vom Blatt ablesen, den muss ich euch frei vortragen. Da sind jetzt Leute dabei, die stehen jetzt zum ersten Mal. Macht noch einmal einen richtig fetten Applaus, weil ihr euch auf die freut. Das sind richtig tolle Leute. Haut mal nochmal richtig rein. Los! Danke. Abschließend will ich es noch einmal versuchen, das Ganze rückwärts zu erklären. Ich habe mir ein T-Shirt drucken lassen, auf dem steht dankbares Publikum. Es ist entstanden aus einer Idee, ich kann wieder Kind werden. Alles, was es dazu braucht, ist eine Bühne. Eine Bühne, auf der etwas geboten wird. Das Kind in mir hat Spaß, staunt, ist einfach nur dabei, wenn es zuguckt. Und das auch, weil die Person da oben auf der Bühne ebenfalls Spaß hat. Und wie schön wäre es, das bei jemand anderem auszulösen, wenn ich mich auf eine Bühne stelle. Sollte ich das mal schaffen, dann habe ich mein Maximalziel erreicht. Wer braucht da noch eine Platzierung? Und so schließe ich meine Betrachtung, warum macht man sowas, mit: Wir wollen für euch die Unterhaltung und für uns jede Menge Spaß. Ach, und noch eins. Wer jetzt meint, dass ich nicht slammen kann, der hat mich noch nicht Gitarre spielen gehört. Ciao. Mutig. Erster sein ist wirklich...
echt keine Wunschaufgabe. So, liebe Juroren, geht in euch rein, ganz tief. Was hat das in euch ausgelöst? Denkt mal drüber nach so. Und den wollen wir jetzt gleich, damit es ein bisschen fair ist und ihr nicht beieinander abgucken könnt, es soll nicht geschummelt werden, hebt ihr gleich auf 3 eure Karten gleichzeitig. Oder auf 3 oder von 3 runter? Von 3 runter. Von 3 runter. Okay, wir zählen von 3 runter mit dem Publikum und dann hebt ihr das hoch, okay? 3, 2, 1. Ihr hättet ja mal mitzählen können, ich komme jetzt voll bescheuert vor. Wunderbar, Fleming, trag ein. Wir haben da drüben eine 7, wir haben eine 7, wir haben eine 6, wir haben noch eine 6, noch eine 6, eine 5 und da drüben eine 6. Was? Der letzte fehlt da. 6 ist das. So. Und damit kommen wir jetzt auf eine Gesamtpunktzahl von 31 Punkten. Wir streichen die 5 und die 7. Einen Applaus bitte nochmal fürs Volley. So, das habt ihr schon mal fein gemacht. Und man muss ja auch sagen, es ist wieder so richtig schön, man denkt so, das wäre eine organisierte Veranstaltung hier. Ich habe aber überhaupt vergessen, mir mein Telefon mal mitzunehmen, damit ich gucken kann, wie lange er geredet hat. Da hast du jetzt mal echt Glück gehabt, Kollege. So. Wisst ihr noch, wie das mit dem 10-Punkte-Applaus geht? Wir wollen das jetzt nochmal ausprobieren, nämlich Hefa. Ich glaube, Hefa, das ist jemand, der am Workshop das erste Mal geslammt hat, oder? Anfänger? Ja? Nein? Ja? Nein? Wo ist er denn überhaupt? Komm doch mal an die Bühne schon mal. Haben wir Hefa verloren? Das ist jetzt doof. Hefa, hier eine Mitteilung von der Bühne. Du hast verpasst, zum Slam zu kommen. Und dabei hatte ich eben noch alle abgefragt. Ja gut, dann ein Applaus für Hefa. Der erste Slammer, den ich kenne, der seinen Auftritt verpeilt hat. 10 Punkte dafür gibt es hier aus der dritten Reihe. Ja, dann Simon, bist du bereit? Komm schon mal nach vorne, denn du hast gerade einen neuen Startplatz gewonnen. Und dann... Wunderbar. Leute. Das ist hier mir zu chaotisch. Deswegen begrüßen wir dann 10-Punkte-Applaus Simon! Da wären wir. Das ist nicht mein erster Kongress, das ist mein dritter Kongress tatsächlich. Aber es ist in vielen Aspekten tatsächlich mein erstes Mal. Es ist das erste Mal in Leipzig. Es ist das erste Mal auf einer Bühne mit mehr als 100 Leuten. Es ist das erste Mal Poetry Slam. Deshalb lade ich euch jetzt einfach mal ein auf eine kleine Reise, wie ich den Kongress bisher erlebt habe. Trapp, 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 wusch, Highspeed-Roller. Blink, blink, leucht, blink, leucht, leucht, blink. Schlepp, schlepp, echt. Ticket, Bändchen, yay. Es glitzert, Mann. Oh, kratz, kratz. Trapp, trapp, trapp. So groß. Das war Tag 0. Tag 1. Wasch, Dusch, Nasch, Schrubbi. Trapp, 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 Klingeling, Bahn weg, hält nur hinten. Wart, 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 kratz, kratz, verdammtes Bändchen, aber es glitzert. Bahnfahrt, steh, schaukel, steh. Trapp, trapp, da, endlich, Start, Tag 1. Trapp, 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 Bändchenkontrolle. Trapp, 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 Treppenstufen. Trapp, 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 oh Gott, warum, warum keine Rollen? Trapp, 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 Dampfkäfer. Trapp, 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 Lötgeruch. Trapp, 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 Knotenkunde. Trapp, 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 Indoorwald. Hambi bleibt. Trapp, 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 Gitterboxen. Ring, 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 Trippidi, Trippidi, trapp, 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 Talk verpasst. Engelschicht, eine Jacke, ein Lächeln. Eine Jacke, ein Lächeln. Eine Jacke, ein Lächeln. Koffer, Jacke, Teddybär. Jacke, Koffer, Koffer, Teddybär. Jacke, 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 Lächeln. Jacke, nur abholen! Jacke, Jacke, Koffer, Jacke, Jacke, Hose. Was?
Der Koffer! Schichtende. Kratz, kratz. Hände waschen. Kratz, kratz. Ab ins Bett. Kratz, kratz. Tag 2. Kratzi mir Kratzface, mein Band. Wasch, Dusch, Nasch, Kratz. Trapp, trapp, trapp. Google. Fußersatzteile. Kratz. Halbe Dosis. Band auf links gedreht. Trapp, trapp, trapp. Chaos West. Bühne, Palme, Waffelstand. Briefe, Karten, Chaospost. Schrittzähler, Overflow. 2 Milliarden Schritte bis null. Chaospost, Hermesboten, Postunion, Engellohn, GIF oder JIF, Spaces oder Spaces, Adams, Borg, Clark, Dijkstra, bald vorbei, immer weiter, Trapp, Trapp, Mist, 5 Säle dieses Jahr, Zeitplanung fürs Sitzfleisch, Trapp, Engel treffen, Danke sagen, Trapp, Essen kaufen, Wasser trinken, Trapp, im bunten Licht hin und her, Trapp, Leute treffen, Freunde finden, Tr, kann nicht mehr, Tr, so viel laufen, Tr, komm zur Ruhe, Tr, Zimtschnecke. Geil, breites Grinsen, große Freude, weiter geht's, neue Kraft, Trapp, nee, doch nicht. Chill, chill, Junk. Tag 3. Schlaf, schlaf, schlaf. Kikeriki, pakak. Bahnhofsuhr kräht. Schon Mittag. Slam bereiten, Chaos texten. Wasch, Dusch, Nasch, ein Wusch. Kein Highspeed-Roller. Trapp, trapp, trapp. Was sind eigentlich Füße? Trapp, trapp, trapp. Zum Himmel. Kaffeeflat. Wasser trinken. Trapp, trapp, trapp. Zeit für Talks. Ah, verquatscht. Ah, dunkel draußen. Slam rückt näher. Schweiß gebadet. Trapp, trapp, trapp. Adams Bühne. Trippel, trippel, trippel. Hand, Mikro. Da wären wir. TLDR, Glasdach hell, Glasdach dunkel, Glasdach hell, Glasdach dunkel, Glasdach hell, Glasdach dunkel, Glasdach hell, Glasdach dunkel, guten Rutsch, Kratz. Super. Was ein Einstieg, du, hier in so eine Szene. Respekt, großen Respekt. Aber jetzt, wo ich das dich nochmal sehe und so drüber nachdenke, was ich bei Twitter die ganze Zeit gesehen habe, bist du nicht auch der Mensch, der diesen Comic gezeichnet hat, dass du den Arm durchscheuert irgendwie, das Bändchen? Ja, du siehst ihm sehr ähnlich, habe ich das Gefühl. Wenn er jetzt hier ist, er möge sich nicht irgendwie in seiner Ehre gekränkt fühlen. So wunderbar, langsam sollten die Juroren wieder in sich gegangen sein. Ihr habt ja auch jetzt viel Verbindung zu diesem Thema. Keine Hektik, da vorne wird noch diskutiert. Soll man euch mal wieder motivieren oder was? Ja. Komm, schneller arbeiten. Ihr seid hier nicht zum Spaß. So, und jetzt probieren wir das nochmal mit dem Runterzählen. Und damit ich nicht der Affe bin hier wieder, sag ich 3, ihr sagt 2, 1, 0 und dann heben die Karten hoch. Okay, macht ihr? Ne? 3! 2, 1, 0! Uiuiuiui, wir haben eine 9, noch eine 9, noch eine 9. Eine 8, eine 9 und eine 7 und eine 6. Links in der Ecke bleibt stabil von mir aus gesehen. Ja, die letzten beiden nicht. Ja, oben lassen bitte, oben lassen. Bis ihr das seht. 7 und 6. So. Respekt! 42 Punkte muss man auch erstmal schaffen. Das ist dieses Crowd, so, ne? Die haben. Und auf alles. Ja. Ihr seid schon richtig gut im Thema. So, wunderbar. Unser nächster Teilnehmer steht schon am Bühnenrand. Und ihr habt hier, die jetzt im Saal sind, habt ihr ein ganz besonderes Privileg, denn unser nächster Slammer ist ein bisschen inkognito unterwegs. Und deswegen wird der Livestream leider gleich nur unsere schöne Grafik oder diese ähnlich schöne. Oh, diese schöne Grafik sehen, naja. Und deswegen jetzt. Einen ganz nicht so stillen, geheimen Applaus für unseren Slammer TWL! Moin Leipzig!
im Gegensatz zu Intisch schaffe ich es auch heute mit 10 Gigahertz hier zu laufen, weil ich das erste Mal auf der Bühne stehe. Und ich hoffe, es gefällt euch. Mein Slam heißt Gegensätzliches und Unbeliebtes. Achtung! Der Autor weist darauf hin, dass der folgende Text Spuren von Sarkasmus enthalten kann. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie das Wiki oder rufen Sie Ihren Sitznachbarn via Dekt an. Ein Teil dieses Slams wurde zensiert, da es die Zuschauer verunsichern könnte. Jedes Jahr freue ich mich aufs Neue, dass der Kongress beginnt. Ich weiß dort einfach, dass die Stimmung stimmt. Auch dieses Mal konnte ich es kaum abwarten und freue mich trotz der dummen Bahnabfahrten. Das Reservierungssystem war mal wieder super toll und out of order. Die Wagen waren super voll. Leider fehlten mir die Videorekorder. Sorry für den Scheißreim, mir ist einfach nichts Besseres eingefallen. Während dieser ganzen Tage stelle ich mir immer wieder die Frage, wie kriegen wir es endlich hin, auch die Leute da draußen zu besinnen? Alle sind gut drauf und haben Spaß, auch bei manchmal nicht so geilem Fraß. Schaue ich auf die Welt da draußen, denke ich leider viel zu oft, ich habe mich verlaufen. Fast alle hier sind open-minded und kaum einer wird angefeindet. Trotz allem hier sind Gegensätze, über diese verliere ich ein paar Sätze. Ich trage hier vor nach bestem Wissen und Gewissen, ich will hier keine Flaggen hissen. Trotz allem hier... ich selbst zähle nicht zur braunen Sorte, dennoch erlaube ich mir folgende Worte. Die Doppelmoral ist allumfassend. Überall steht, alle Kreaturen sind willkommen. Trotzdem alle Leute Nazis hassend und jeder fühlt sich wohlbesonnen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Ein Beispiel dieser Bastelwut ist der Aufbau der Pixelflut. Trotz aller Regeln und Vorgaben sendet irgendjemand einen Nude. Um das zu verhindern und zu begraben, hilft nur ein Systemreboot. Ich reime mich hier noch in Rage. Okay. Anmerkung der Redaktion, jetzt geht's ohne Politik weiter. Warum ist eigentlich der Deckel von Naturell Mineralwasser rot und von Medium grün? Sollte das nicht eigentlich andersrum sein? Die Natur ist immer mit grün assoziiert. Und wieso ist Classic eigentlich stärker als Medium, obwohl Wasser im klassischen Sinne gar nicht sprudelt? Wer weiß das schon? In diesem Sinne, seid excellent to each other und baut mehr Massenvernichtungswaffeln, um mal Martin Sonneborns Taxifahrer zu zitieren. Die sind alle verrückt, aber zum Glück bleiben die da drin. Ich will euch ja nicht alle über einen Kamm scheren, aber ihr seid alle geil. Danke für eure tolle Toleranz und danke an Niklas, Lukas, Sören und Kiran für die Hilfe. Sowas habe ich auch noch nicht erlebt. Publikumsinvolvierung, das ist so üblich mit so, ich sage ein Wort, ihr sagt das andere. So, das kennt man ja. Aber ganz ehrlich, wer war das gerade da hinten von euch, der da mit reingerufen hat? Ihr drei. Ihr kriegt mal nachher nochmal einen Schunk ausgegeben oder was von unseren tollen Preisen. Ja, nee. Meine Güte, es ist und bleibt spannend. Langsam zeichnen sich die ersten Zahlen ab auf unserer Tafel. Und die Juroren, ihr seht so ready aus. Ja, keiner schreit was anderes. Gut, dann zählen wir sie wieder runter. Und die Karten hoch bei 3, 2, 1. Hoch. Wir haben, da fehlen noch welche doch, oder? Was ist denn das da? War da drüben nicht irgendwo welche? Da haben wir es doch. Da haben wir eine 5, eine 5, eine 5, eine 6, eine 5 und mal wieder von da drüben eine 6. Du bleibst dir treu da drüben. Nochmal. oben lassen bitte nicht, dass das hier wieder durcheinander kommt. 5, 6. Ja? Eine 6. Einer fehlt. Keine Ahnung. Ach, da hinten. So. Da fehlt die 5. Ja, also auf der Tabelle. Ja, aber welchen habe ich denn vergessen? Eine 5 wahrscheinlich. Gut, wunderbar. Hat er nicht gesagt. Und damit kommen wir auf 26 Punkte für TBL. Nochmal einen herzlichen Applaus für ihn, bitte. Ah,
Schön. Badet diese unerfahrenen Menschen in Applaus, das putscht die hoch. Denn wenn ihr gut drauf seid, dann sind die richtig gut drauf. So, ist unser nächster Teilnehmer schon ready? Steht schon an der Bühne bereit? Ihr wollt mir jetzt nicht erzählen, dass noch einer abgehauen ist, oder? Okay, und damit ein Riesenapplaus für Smick! Ja, hi. Ja, das ist auch mein erster Poetry Slam. Ihr seid ganz schön viele. Naja, dann... Ich fange einfach mal an. Der Text heißt Kind des Kapitalismus. Denn ich bin ein Kind des Kapitalismus. Ich muss kaufen, haben, horten und so lässt sich mein Sein zwischen Konsum und Hamsterrad verorten. Ich möchte mich nicht kümmern, möchte nicht denken, Hauptsache bequem. So lautet die Devise, es gibt auch genügend riesige Konzerne, die mein Dasein lenken. Ja, ich darf das, denn ich bin ein braver Bürger, bin nonchalant und jovial und bin so systemrelevant wie ein gut geöltes Zahnrad in einem Getriebe. Und Heirat geschieht bei mir doch nur aus Liebe und nicht aufgrund der steuerlichen Vorteile, nein, nein. Was ist denn los? Uns geht es doch gut. Woher kommt denn deine Wut, dass unsere Herrschaft nur auf Unterdrückung beruht und auf Ausbeutung basiert? Ich kann doch nichts dafür, es ist halt einfach so passiert. Ich als Kind des Kapitalismus, ich hab das so gelernt. Ich bin zu dumm, um zu bemerken, dass ich meinen Lebensraum zerstöre, damit mich Kohle weiter wärmt. Bei einem Bad im Meer umschwärmt mich kein schillernder Schwamm Fische, wie ich es mir wünsche, sondern bunter Plastikmüll. Und beim Schnorcheln dort ein Wal, der sich anschickt, seine letzte Runde in Todesqual zu drehen, während er an Kunststoff erstickt. Doch mir ist das egal, mein Konsum ist nicht schuld an dieser Misere. Es wäre mir auch nicht bewusst, ein Verbrechen zu begehen. Ich versenke doch nur meinen Frust in Dingen, die mir Glück versprechen und nicht in Unglück auszuharren. Es ist doch okay, sich etwas Schönes zu kaufen oder anstatt zu laufen, einen VW zu fahren. Wir Scharen der Kinder des Kapitalismus, wir sollten uns nicht verstecken. Denn unser Konsum bezweckt doch nur zu überdecken, dass wir an diesem System verrecken. Was bleibt uns denn außer unserem Beruf? Und von dem Tag, als dem man mich schuf, wurde glücklich sein von mir erwartet. Alles andere gilt bis heute als entartet. Und das Geld, was ich gescheffelt, es wäre zu schade, wenn es bloß verfällt, da seine reine Existenz mich halt auch nicht am Leben erhält. Wir leben und sterben im Überfluss. Das Einzige, was wir mit Verdruss bemerken, ist, wenn überhaupt, eine Verknappung der Ware oder die Erhöhung des Preises. Mit Verweis auf das Leid der Produzenten kaufen wir lächelnd ein und versenken damit unsere Zweifel in einem kurzen Glücksgefühl. Kosmetik, Kleidung oder ein Computerspiel, sodass all dies tausche ich ein gegen Geld und meine Zeit, sodass am Ende nicht viel von beidem übrig bleibt. Wir Kinder des Kapitalismus, zu festgefahren in unserem System, um zu verstehen, dass es auch anders gehen kann. So ist alles, was zählt, die Arbeit, das Geld und das, was wir vererben, wenn wir arm wie Kirchenmäuse sterben. Schau ich dann zurück auf mein Leben, wird es darin nichts außer zu wenig Geld und Zeit für mich geben. Doch jetzt, ja jetzt lebe ich einfach vor mich hin und arbeite und konsumiere. Alles läuft nach meinem Sinn. Ich fresse die Tiere und meinen Planeten, weil ich ein Kind des Kapitalismus bin. Dankeschön. Vielen Dank, Smick. Wunderbar. Man darf das ja nicht sagen, immer wird mir immer unter vorgehaltener Hand so gesagt, aber Slam ist ja so ein bisschen wie dieser Club, der ist auch politisch. Oh, schwierige Aussage. Hat er nicht gesagt. So, liebe Juroren, geht in euch. Wie ist so euer Kapitalismusverhältnis? Ja, vielleicht bewertet ihr auch lieber den Text an sich, wenn ihr jetzt eben nicht mitgeklatscht habt. Aber ich würde sagen, ihr seht ready aus. Ich gucke hier immer vorne bei meinen zwei Nasen, da so, die hier so als Kontrollgruppe sitzen. Wenn die fertig sind, dann gehe ich davon aus, dass der Rest das auch ist, weil ich trage die Brille nicht ohne Grund. Ich habe keine Ahnung. So. Ich sehe nur so Matsche da vorne. So, und dann zählen wir unsere Juroren runter. Seid ihr aufgeregt? 3, 2, 1.
Und hoch die Karten, bitte. So, da kommen wir wieder in höhere Territorien. Da haben wir einmal eine 9, eine 9, eine 8, noch eine 8, noch eine 8, eine 7. Und das ist jetzt einen besonderen Applaus von euch wert. Die erste 10 des Abends. Da ist der gute Mann da drüben sich nicht treu geblieben mit seiner 6 und das finde ich auch mal ganz schön. Man kann ja mal aus den üblichen Mustern ausbrechen. Ihr haltet hoch. Fleming hat das gleich schon. Und damit haben wir 42 Punkte. Was wir beide hier oben wahrscheinlich nicht wissen, ist, dass sich diese Leute im IRC absprechen. Aber ganz ehrlich, dann will ich da... Nee, ich will keine 23 sehen, das wäre unverdient. So, jetzt kommen wir gleich zum nächsten Slammer auch schon. Er ist in den Startlöchern, sehe ich schon. Und dieses Mal haben wir jemanden noch mitgebracht. Wir sind ja so eine kleine Clusterung von Leuten bei uns im Hackerspace, die auch viel früher geslammt haben. Und einen aus unserer alten Slam-Crew, den Slammigans, könnt ihr jetzt mit einem tosenden Applaus gleich auf der Bühne begrüßen. Und Slammigans, der Name kommt von Slam-Hooligans, weil bei uns der Poetry Slam bekannt dafür ist, dass öfters mal die Bühne kaputt getreten wird beim Applaus. Und nur um euch nochmal warm zu halten, jetzt so ne, wie so ein 10-Punkte-Applaus, möchte ich auch nochmal von euch gleich, also nicht das Equipment kaputt tretet, aber nochmal ordentlich loslegt. Denn jetzt, meine Damen und Herren, aus Flensburg, René, ein 10-Punkte-Applaus! Moin, ich muss das mal ein bisschen größer machen hier. Das ist jedes Mal die Stelle, wo ich denke, ich sehe total beschissen aus, wenn ich hier mit dem Zettel zwischen den Beinen, naja. Genau, das kenne ich halt schon. Ja, wie Torben das gerade schon sagte, aus Flensburg, da dann auch im Kühlhaus öfters mal auf der Bühne gewesen, aber alles schon ein bisschen länger her. Und ins Kühlhaus passen auch ja, vielleicht so die rechte Reihe Bestuhlung da irgendwie so, die passt da irgendwie rein, dann ist der Laden voll und ja, es ist trotzdem immer sehr laut, wie Torben sagte, die Bühne wird kaputt getreten, weil derjenige, der dort die Bewertungen immer macht, das was jetzt Torbens Job ist gerade, der sagt halt auch immer, Trampeln und Treten ist erlaubt, da freuen sich die Leute drüber, die auf der Bühne stehen, funktioniert da besser, weil irgendwie der Boden lauter ist und die Bühne halt, ja, ist super. Genau, ich habe euch einen Text mitgebracht, er heißt Studentenerfahrungen und stammt aus der Zeit, wo ich angefangen habe mit Studieren, was mittlerweile auch schon 4,5 Jahre her ist und ich den Bachelor immer noch nicht fertig habe, aber lassen wir das. Ja, irgendwann jetzt im Januar, weil jetzt habe ich das ja auf der großen Bühne gesagt, jetzt muss ich das ja auch machen, habe ich vor anzumelden, schauen wir mal. Genau, also die... Bitte was? Ja, vermutlich. Klappt eh nicht, war die Aussage. Genau, also was ich noch davor einmal sagen muss, warum studiere ich eigentlich? Naja, also wenn man halt irgendwie so Abi macht oder gemacht hat, wie ich damals und einfach sich noch nicht so richtig überlegt hat, was mache ich eigentlich danach? Naja, dann muss man ja irgendwas machen, geht man halt studieren. Was studiere ich? Wenn ich mir irgendwie so den Kongress, die Menschen angucke und was hier so gemacht wird, liegt Informatik ja sehr nahe und genau das ist es auch. Und man muss vielleicht sagen, dass dieser Text ursprünglich für Leute gedacht war, die nicht wissen, was eine Konsole ist. Ich denke, das wissen hier die meisten. Ich habe die Stelle trotzdem drinnen gelassen und ein bisschen abgeändert. Ihr werdet es hören und merken. Was auch immer. Die erste Veranstaltung des heutigen Tages, strukturierte Programmierung. Meine Sitznachbarn und ich starren gebannt und interessiert nicht nach vorne, sondern starr und wie in Trance auf meinen Bildschirm. Denn das Erste, was wir am heutigen Tag machen, an dem wir endlich unsere heiligen Zugangsdaten fürs Edelroam bekommen, ist eine komplette Netzwerkanalyse mit allem, was dazugehört. Wie sollte es auch anders sein? Die Leute hinter und neben uns gucken uns komisch an, als ich meine Konsole öffne und zielstrebig anfange, einige Programme zu starten. Für alle, die sich die Aufzeichnung irgendwann mal ansehen und sich an dieser Stelle fragen, was zur Hölle ist eine Konsole? Das ist dieses kleine schwarze Fenster, das sich öffnet, wenn man auf der Tastatur eingeschlafen ist und dann sieht das so aus, als wäre der Computer kaputt gegangen oder kaputt gegangen worden.
Die Vorlesung beginnt und wir müssen unsere erste Freude über die wahnsinnige Geschwindigkeit der Internetverbindung nun etwas weniger lautstark gestalten. Fällt uns schon irgendwie schwer. Vor allem, weil wir alle vom Dorf kommen und beim Surfen zu Hause 56k Modem-Nostalgie aufkommt. Nun ja, unsere Dozentin fängt vorne erstmal mit dem Einstiegskurs in die Welt der Programmiersprachen an. Bloß nicht zu schnell oder kompliziert. Der Studiengang hat ja keine Zugangsvoraussetzung. Wenig später, wir starren immer noch auf meinen Bildschirm und wundern uns gerade darüber, dass das Netzwerk doch scheinbar irgendwelche Einschränkungen zu haben scheint und sind gerade dabei, diese zu überwinden. Fängt unsere Dozentin an, davon zu erzählen, dass sämtliche Aufgaben, Beispiele und Lösungen in diesem Kurs in der Programmiersprache Java sein werden. Meine Nerds und ich stöhnen auf, während aus der Reihe hinter uns ein "Hey, was ist eigentlich dieses Java?" und als Antwort eines genauso planlosen Kommilitonen die vollkommen ernst gemeinte Antwort "Ich glaube, eine indonesische Insel" zu vernehmen sind. "Ihr habt euch den falschen Studiengang ausgesucht", denke ich und habe dabei das Gefühl, etwas zu laut gedacht zu haben, als ich die Blicke der hinteren Reihe in meinem Nacken spüre. Esprog ist dann doch relativ schnell vorbei und es geht zwei Gebäude weiter zur Mathevorlesung. Mathe, könnte man jetzt denken. Aber die zutreffende Formulierung wäre, wie wir später noch lernen sollten, viel eher, vielleicht doch lieber Taxifahren gewesen. Unser Dozent, ein asiatisch angehauchter Mann Mitte 50, steht vor uns und erzählt ohne Einführung oder Selbstvorstellung von Dingen mit komplizierten Namen und noch weniger einprägsamen Symbolen und schaut uns mit einem Blick an, der pures Desinteresse und Gleichgültigkeit vermittelt. Später berichtet ein Kommilitone aus dem höheren Semester, dass der trockene Theoretiker auch mit beiden Händen gleichzeitig in eine Richtung an der Tafel schreiben kann, wenn die Zeit knapp wird. Und dass es eine ruhige Vorlesung ist, wenn er nur 8-mal die beiden Tafeln im Vorlesungssaal abwischt. Das war er also, mein erster Tag als Student. Aber nicht, dass es das jetzt schon gewesen wäre. Zu Hause angekommen stehen ja die Übungsaufgaben an. Esprog ist schnell erledigt, ein kurzes Programm, welches den eigenen Namen und die Matrikelnummer per Standard-Out ausgibt. Nach wenigen Minuten, wobei die meiste Zeit für das Runterladen und Installieren von Eclipse draufgeht, ist ja Modem, ist ja Dorf, ist die Aufgabe erledigt und an der sich am kommenden Montag unter anderem die Menschen aus der Reihe hinter uns in 90 Minuten die Zähne ausbeißen werden. Am Abend gehe ich mit dem beruhigenden Gedanken schlafen, den richtigen Studiengang gewählt zu haben. Vielen Dank. Dieses Ananas Langzeitstudentin. Vielen Dank, René. Ja, ich glaube, das mit dem so halbfertigen Informatikstudium kennen hier ein paar von euch. Ich feiere auch nächstes Jahr mein 10. Studiensemester, nicht Fachsemester. Haben wir jemanden, der länger studiert im Publikum? Ruf mal raus. 20 Semester? 21. Das wollte ich aber 21 Semester hoffentlich nicht im Bachelor, oder? Das war noch auf Diplom damals. Ich wollte ja auch Dippel-Ing werden wegen des schönen Namensschilds. So, kommen wir weg von dem ganzen Quatsch. Unsere Jurorenreihe guckt schon ganz angespannt. Ja, ich kriege so ein Winken, wunderbar. So, letzte Bewertung der ersten Vorrunde. Es wird spannend, gleich entscheiden sich die Dinge hier. Wir zählen runter. 3, 2, 1. Und hoch die Karten. Wir haben eine 6, eine 6, eine 4, eine 8, eine 6 und da drüben wieder eine 6. Wunderbar, dankeschön. Lass die Karten um, Fleming schreibt noch auf. Unsere Mathemagie, dieser ganze Informatikkram fängt jetzt an zu werkeln unter der Haube und dann haben wir gleich ein Ergebnis. Und ich möchte die Menschen schon mal mental vorbereiten darauf, denn ihr dürft gleich noch einen zweiten Text vorlesen. Und damit haben wir mit den, also ganz ehrlich, besser hätte es nicht laufen können, haben wir in unserem Finale Simon und Smick mit jemals 42 Punkten. Respekt, Leute. Bevor ihr gleich wieder weglauft, frage ich jetzt, du hast einen zweiten Text? Ja? Wunderbar. Und da drüben hörte ich auch schon ja, ne? Ja, hast du schon? Passt schon. Dann kriegen wir das hin. Ah, wunderbar. Ja, erste Vorrunde vorbei. Bisschen durchatmen. Wird gut, ne? Noch ein bisschen Schokolade essen. Nur so, ne? Ihr solltet nicht verhungern. So, komm hier.
ist irgendwie echt nicht so Energie hier drin. Ich werfe Schokolade ins Publikum und ist so mehr so, oh ja, okay. Hier Richtung Slammer da. Ihr könnt es gebrauchen. Hier drüben nochmal. So, gucke mal. Wunderbar. So. Ja, wir haben tatsächlich noch ein kleines Zwischenprogramm vorbereitet. Dazu kommen wir gleich noch. Wir haben einer unserer Slammer hat gesagt, komm, so ein bisschen Publikumsinteraktion machen wir noch gleich und hat noch was Einminütiges dann und keine Sorge, der ist außer Bewertung jetzt raus, aber ja, meine Güte, schön ist es hier. Leipzig, das sind Minimum schon so 1000 Leute so und ihr seid gut drauf. Können wir noch einmal hören, also ich möchte das jetzt noch mal einmal hören, den Applauslevel, weil ich habe das Gefühl, ihr verliert Energie, die ersten Leute gehen da, die Bankdrücker da irgendwie so, Kultur, das mag ich ja nicht. Gut, aber ihr seid stabil, ihr bleibt hier, finde ich wunderbar. Deswegen jetzt begrüßen wir gleich zum zweiten Mal am Abend heute einen Slammer mit einer kleinen Zwischennummer. Und deswegen möchte ich jetzt noch mal anfangen, noch mal ein bisschen warm werden. Wie klingen noch mal die 5 Punkte? Noch mal so hier? Ja, stabil. Ihr müsst die Leute ersetzen, die gerade gehen, die Kulturbanausen. Die haben gehört, jetzt gibt's Chunk und jetzt gibt's nochmal, ne? Nee, komm hier so. Und jetzt 6 Punkte. 7 Punkte. 8 Punkte. 9 Punkte. 10 Punkte. Applaus für Swally. So. Kurz zur Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Wir betreiben mit ein paar Leuten in Hannover so eine ganz kleine Lesebühne für Leute, die auch wirklich einfach nur Spaß mal ihre Texte vortragen wollen, ohne Wettbewerb. Und das letzte Mal hatten wir so einen richtig guten deutschen Meister der Slammer als Gast dabei, als Gastleser dabei und wir hatten ganze 3 Gäste. Und ich hatte halt schon mal einen schönen Text gehabt, der ist kurz, der braucht Benutzerinteraktion oder Zuschauerinteraktion und bei 3 Leuten, das geht nicht. Also dementsprechend wollte ich das dann mal so mit richtig Publikum ausprobieren. Der Text heißt Kulturkreise. Wir kamen vom Mittagessen und wir waren zu dritt. Meine beiden mittlerweile ehemaligen Kollegen haben etwas gemeinsam, was unterschiedlicher nicht sein könnte. Einen sogenannten Migrationshintergrund. Marcin ist im Kindergartenalter mit seinen Eltern aus Syrien eingewandert. Er spielt gerne mit Klischees um sein Aussehen. Zum Beispiel verkauft er Essen auf diversen Veranstaltungen unter dem Namen Die Falafisten. Ying kam erst zum Studium aus China. Wir unterhielten uns über unterschiedliche Kulturkreise im Allgemeinen und mir kam auf einmal eine These in den Sinn, die ich unbedingt ausprobieren wollte. Mit nur einer einzigen Frage kann ich zeigen, dass Marcin und ich denselben westlich geprägten kulturellen Hintergrund haben, Ying aber nicht. Diese wollte das nicht glauben und ich musste den Beweis antreten. Ich sollte Recht behalten. Dann habe Ying danach die ganzen Details erklärt. Euch interessiert es bestimmt, was diese eine schwierige Frage war. Aber bevor ich sie euch stelle, möchte ich euch bitten, falls euch die Antwort bekannt ist, diese spontan reinzurufen, ohne nachzudenken. Meine Frage besteht nur aus 4 einfachen Worten oder eher Lauten. Mana, mana. Danke. Für den schönen Ohrwurm, Swally. Wir müssen uns kurz fassen, ein bisschen schneller werden. Ich habe gedacht, wir kriegen eh keine Teilnehmer. Mehr als eine Stunde wird das nicht und anderthalb haben wir den Saal nur, die Engel wollen ins Bett. Und deswegen möchte ich schon mal sagen, der nächste Slammer sollte ganz schnell an die Bühne gehen. Er hat einen Namen hier in unserem Programm, bei dem man gleich eine Begrüßung draus machen kann. Und deswegen will ich nicht viel sagen, außer jetzt bitte schön einen 10-Punkte-Applaus und hallo Fabian! Hi, ich bin Fabian. Steht auch hier übrigens. Und ich fand es ziemlich geil. Ein paar vor mir, die haben so einen coolen Move an den Tag gelegt. Nämlich, wenn sie eine Seite fertig gelesen haben, dann haben die das Blatt einfach so schön runtergeworfen. Das fand ich ziemlich geil. Und dann habe ich gerade gesehen, fuck, ich kann das nicht machen, weil ich auf die Rückseite geschrieben habe. Anfängerfehler wahrscheinlich. Genau. Ich habe euch einen Text mitgebracht, der heißt Tage wie diese. Gib mir mehr davon, von Tagen wie diese, in denen die Welt für einen Moment in Ordnung ist, von denen du willst, dass sie nicht vorbeigehen, weil gerade einfach alles passt und das andere egal ist. Tage, wo es Pizza am Morgen gibt und du abends einschläfst ohne Abendessen, wo Menschen um dich rum deine Freunde sind,
in denen Traum und Realität das Gleiche ist. Wo du glaubst, alles macht plötzlich Sinn, dann ist alles voll in Ordnung. Nein, genau richtig. Fast perfekt, ohne fast. Gib mir weniger von den Stunden, in denen du draußen auf den Bus wartest, während es regnet und der Schnee längst brauner Matsch ist. Stunden, in denen du wartest, bis etwas passiert, nur wenn dir das anders ist als zuvor. Oder Stunden, in denen du allein zu Hause bist, dir kalt ist und dein Zimmer nicht warm wird, obwohl die Heizung auf 5 steht, vielleicht auch, weil Wärme bei dir woanders fehlt. Gib mir mehr davon, von Minuten wie diese, in denen du dich frei fühlst, niemand und schon gar nicht du selbst etwas von dir erwartet. In denen du denkst, eigentlich ist doch alles okay, das passt jetzt schon. In denen es kurz mal egal ist, ob der Karottenkuchen von Oma jetzt vegan ist. Minuten, in denen du dich verstanden fühlst und dich nicht erklären musst, schon gar nicht dir selbst. Und bitte auch noch mehr von diesen, wo du glaubst, jetzt ist alles möglich und es der Anfang von etwas Neuem sein kann. Gib mir weniger von den Sekunden, in denen dir mal wieder klar wird, dass du eigentlich etwas anderes studieren hättest sollen, weil es besser zu dir gepasst hätte. Und du kurz an deiner Arbeit zweifelst, weil gestern irgendjemand irgendwas eigentlich total Irrelevantes gesagt hat. Oder du gar nicht verstehst, wie du in Dorf X jahrelang leben konntest. Sekunden, in denen du realisierst, irgendwie nicht dazu zu gehören. Aber die Tage, Stunden, Minuten, Sekunden, die genau sind wie jetzt, die sind gut, eigentlich perfekt. Danke. Hallo Fabian. Ja, das mit den Zetteln, das ist wirklich so was ganz Schönes. Das hat was sehr Dramatisches, wenn man so die wegwirft. Aber ich habe auch schon alles gesehen, wovon Leute abgelesen haben. Ey, Zettel, Rückseiten, Laptops, Smartphones. Also keine Sorge, das geht schon so. So, liebe Juroren, wir haben ein bisschen Zeitdruck, deswegen muss ich euch jetzt hetzen. Entscheidet euch schneller, soll ja auch aus dem Bauch herausgehen. Und deswegen zählen wir sie runter. Haltet die Karten hoch in 3, 2, 1 und hoch und oben halten. Wir haben eine 7, eine 6, eine 7, eine 7, eine 5, eine 7. Bitte oben halten. Und dann kommen wir weiter und dann kommen wir so auf 27, nee, Quatsch, das ist noch nicht eingetragen. Ich dachte schon. 34 Punkte, ein Applaus dafür bitte. Sehr schön. So. Nachdem wir eben schon hier Flensburger Lokalmatadoren auf der Bühne hatten, haben wir jetzt noch eine mitgebracht für die zweite Vorrunde. Und deswegen, ohne lang schnacken, wie man bei uns im Norden sagt, einen herzlichen Applaus für Pia! Ich habe sehr lange nicht mehr vor so einem scheiß Mikro gestanden und ich muss sagen, ich habe Gänsehaut. Das ist sehr geil. Ich freue mich tierisch, hier zu sein. Ich habe euch etwas mitgebracht, was mal so gar nicht mit Chaos zu tun hat. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Oder auch nicht, dann ist es euer Problem. Der folgende Text heißt Stille. Es ist so seltsam still im Haus. Ich frage mich manchmal, wie es ist, wenn ein Geist durch die Gänge streift. Und ich glaube, es ist genau so. Es ist ein Geist mit der Maske des Frohsinns und des Gleichmutes auf dem Gesicht, wenn alle versuchen, den Kummer zu verbannen, obwohl es keiner kann. Dann wird es so seltsam still im Haus. Weil jeder versucht zu fassen und zu begreifen, was erst vor so kurzer Zeit alle aus dem Trott gerissen hat. Ich finde keine Worte. Was so weit weg schien, trifft mich wie eine Dampfwalze, drückt mir die Luft weg. Ich will in deinen Körper steigen, die Blutbahn entlangrasen und diese scheiß mutierten Zellen platttrampeln, weil es mich wütend macht, dass sie da sind, dass sie deinen Körper befallen und nicht den von Trump oder Erdogan. Aber ich bin hilflos. Ich bin ohnmächtig. Ich wandle durch die Welt, ohne alles wahrzunehmen. Bin taub und blind für alles, was mich sonst beschäftigen würde.
Jetzt verschwimmt das in meinem Kopf. Und deshalb bin ich dankbar für jede Sekunde, die mich ablenkt. Ich liebe die Leute, die mir Mut zu sprechen, denen ich erzählen kann, wie es steht und die mich eine Minute später wieder zum Lachen bringen. Ich will euch nur Danke sagen, denn jedes Wort, das ihr sagt, gibt mir neue Kraft und lässt mich die Stille für einen Moment vergessen. Doch wenn die Stille zurückkehrt, dann kann ich meine Gedanken kaum ordnen. Ich weiß, dass es schlechter sein könnte, dass es eigentlich gut aussieht, dass es schon oft geklappt hat, dass es nur Glück bräuchte, damit alles besser ausgeht als bisher angenommen. Aber im selben Atemzug wird mir auch klar, dass dieses Glück unwahrscheinlich ist und dass es nur Pech braucht, um alles schlimmer zu machen. Es ist eine dunkle Angst, die ich mir bisher nicht vorstellen konnte. Sie lähmt, sie betäubt und das, obwohl ich überhaupt nicht betroffen bin. Nein, ich stehe nur daneben, ich kann nur warten und hoffen, dass alles gut geht. Und über das Warten wird es wieder still. Es wird still, es wird still. Es wird still. Dann sehe ich dich an und du sprichst mit so viel Mut. Oder ist das Gleichgültigkeit? Ich weiß es nicht. Gespannt höre ich zu, während du erzählst und versuche zu erraten, wie es tatsächlich in dir aussieht. Denn ich glaube, dass du mir nicht alles zeigen kannst. Schließlich bin ich dein kleines Mädchen. Oder vielleicht sieht es wirklich so in dir aus. Vielleicht kannst du das alles besser akzeptieren als ich. Und trotzdem frage ich mich, für wen von uns beiden der Krebs eigentlich schlimmer ist. Scheiße! Ich will nur einmal die Kraft haben, deine Hand zu nehmen und dir eine Stütze zu sein. Nur einmal will ich dir sagen, dass ich alles tue, dass wir alle da sind. Dass alles gut gehen wird und wenn es nicht ganz so gut ausgeht, dann schaffen wir das auch, ist doch egal, denn es sieht doch ganz gut aus. Andere trifft es viel schlimmer, wir hatten Glück im Unglück und den Weg gehen wir jetzt und eigentlich merke ich, dass ich viel zu viel rede, obwohl ich dir eigentlich nur sagen will, ich liebe dich, Papa. Dankeschön. Vielen Dank dafür, Pia. Ich finde, man hat gerade gemerkt, dass ihr ein wirklich tolles Slam-Publikum seid. Wenn man wirklich in den stillen Minuten das Einzige hier, was man hört in dem Raum, die Lüftung ist, die rauscht und man sogar die einzelnen Zettel zu Boden fallen hört. Das ist wirklich immens gut. Aber ich muss euch hetzen, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Deswegen, liebe Juroren, geht in euch, überlegt, was das mit euch macht. Denn ich zähle euch jetzt dann mit 3. Und hoch die Karten. So, da haben wir Bewertungen. Da drüben haben wir, na, das sparen wir uns auf. Eine 8, eine 9, eine 9, eine 7, eine 6. Und bitte einen riesengroßen Applaus. Zweimal die 10. Okay. Bitte oben halten. So, wir streichen digital die höchste und die niedrigste Wertung. Bitte haltet oben. Und damit haben wir 44 Punkte. Einen großen Applaus dafür. So. Unser nächster Slammer dürfte gar kein Lampenfieber haben, wenn er hier gleich hochkommt. Denn er hat mir die witzige Anekdote noch erzählt, dass wenn die Leute jetzt hier vielleicht ein bisschen aufgeregt sind, dann mögen wir ihn einfach anrufen. Denn er ist, was ich auch nicht wusste, dass es das gibt bei dem Kongress, der offizielle Lampenfieberbeauftragte für die Speaker. Und da muss man auch mal sagen, das ist ein Applaus für so eine Aufgabe. Viel Spaß mit dem Text von Yousef. Hi. Wow. Kardamom und Gomorra. Auf dem Weg nach Leipzig. ICE. Ich möchte aber in Fahrtrichtung sitzen. Scheiße, denke ich. Das kann ja heiter werden. Ja. Dann setz dich doch in Fahrtrichtung. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung der Zug fährt. Ich sag nix. Dann setz dich doch hin und wechsle dann. Pragmatisch, denke ich. Wir können uns ja auch mal gegenübersetzen.
Welch romantische Vorstellung, denke ich, ein Leben lang immer nur nebeneinander zu fahren. Ich stelle mir vor, wie die beiden im Seniorenheim einen Polyamorie-Workshop anbieten. Rethinking Love. Ich brauche eine Steckdose. Wofür brauchst du denn jetzt eine Steckdose? Für Strom. Strom? Mein Handy ist leer. Mit wem willst du denn jetzt telefonieren? Wir fahren doch gleich. Darf man im fahrenden Zug etwa nicht telefonieren? Das ist ein Ruhewaggon, Hans. Ich soll deiner Schwester aber Bescheid geben, wenn wir losfahren. Hans legt ein Smartphone auf den Tisch, Typ Magnesium-Brikett, doch bedient es souverän. Ich bin beeindruckt. Ich kenne das nur von meinem Vater, der ist nicht so. Mein Vater antwortet Spammern, dass er kein Viagra braucht. Wenn mein Vater Nacktbilder verschicken würde, hätte er ratzfatz keine Briefmarken mehr. Und weil mein Vater sich dauernd auf seinem Rechner Trojaner einfing, installierte ich ihm Linux Mint und sagte, dass ein Update auf Windows 11. True story. Nicht so Hans. Er ist mir auf Anhieb sympathisch. Wie ein Ninja swiped er mit den furchtigen Händen über den Login-Screen. Zack. Wo ist denn jetzt die Steckdose? Im Zug gibt es keine Steckdosen. Der Mann hat an seinem Computer auch eine Steckdose. Ich habe keine Zeit, sorry. Ich zeige unter die Armlehne zwischen den Sitzen. Be excellent to each other, denke ich. Sie haben aber tolle Aufkleber. Er stört auch gleich nicht mehr. Eigentlich mag ich Aufkleber auf meinem Notebook nicht. Aber alle machen das. Wenn man keine Aufkleber hat, riskiert man trotz Ticket nicht reingelassen zu werden. Sie denken dann, man ist Verfassungsschützer. Darauf habe ich diesmal keinen Bock. Dabei weiß doch jeder, die vom Verfassungsschutz haben auch einen Aufkleber. Den mit der Inventarnummer. Und SUSE Linux. Ich störe niemanden. Wo ist denn das Kabel? Ob er stört oder nicht, entscheidet nicht er, habe ich von Fefe gelernt. Mein Vater wurde mal bei Facebook in eine rechte Gruppe getrickst. Seitdem hat er immer wieder Mist in seinem Feed. Klassischer Fall von Filterblasenentzündung. Als Therapie habe ich ihm Fefe als trafficsparende Startseite eingerichtet. Gesagt, das wäre spiegelleit.de. Welches Kabel? Das Ladekabel. Na, im Rucksack. Aber sei vorsichtig, pass auf die Gewürze auf. Ach. Bitte denk an die Gewürze. Ja. Oh, denke ich. Mein Bauchgefühl sagt mir, das geht noch eine Weile so. Gesundheit. Irgendwie freue ich mich. By the way, ich benutze Arch Linux. Grüß euch. Was suchst du denn? Die Gewürze sind ganz oben. Ich will das Kabel. Lass mich mit den Gewürzen in Ruhe. Ja, mach los. Aber psch, das ist ein Ruhewaggon. Hier ist es ja. In einer Dose mit Käsegewürz. Wie witzig. Wieso sind Gewürze witzig? Auf dem Kongress gibt es ja bekanntermaßen für jede Assembly, die man sich so vorstellen kann, aber die Käsegewürznerz habe ich noch nicht gesehen. Warum tust du mein Kabel in die Dose? Damit es nicht knickt. Dann kannst du es gleich zu Hause lassen, da knickt es auch nicht. Was ist denn jetzt an den Gewürzen wichtig? Witzig. Käsegewürz, es gibt Käsegewürz. Wie bescheuert ist das denn, bitteschön? Das ist von Alfons aus dem Fernsehen. Deine Schwester mag nicht mal Käse. Aber vielleicht schmeckt sie ihr mit dem Gewürz. Sie hasst Käse. Das ist deine Schwester. Wieso muss ich dir das sagen? Sie hasst Käse. Aber Alfons hat gesagt, damit schmeckt jedem der Käse. Gut, dann kaufe ich dir von Malaysia Alfons Affenhirnsuppengewürz. Nur für dich. Du bist echt doof, wirklich. Das nächste Mal packst du deine Tasche selber. Ich hab meine Tasche gepackt und mein Kabel war oben auf. Du hast aber die Gewürze vergessen. Nein, du wolltest die Gewürze verschenken, nicht ich. Ich hatte aber keinen Platz mehr. Und deshalb riecht meine Socke nach Kardamom. Psst, das ist ein Ruhewaggon. Ich brauchte in der Dose noch Platz für dein Kabel. Wolltest du etwa Socken mit Käsegewürzduft? Schenk deiner Schwester doch nächstes Jahr. Der Zug fährt los. Sie natürlich rückwärts und beginnt aufzustehen. Vergiss es. Aber, psst, Ruhewaggon. Danke. Vielen Dank, Josef.
Love is in the air, sage ich euch. So, wir nutzen die Denkpause für die Juroren aus, um die Handfunken hier einmal auszutauschen. Das bedeutet nämlich, dass wir schon viel zu lange hier dabei sind. Wir müssen uns spurten und deswegen, wie gesagt, ich hetze euch jetzt. Ja, fertig? Ja, der 6-Punkte-Mann auch wieder? Okay, wunderbar. Dann zählt sie runter. 3, 2, 1. Ja, hoch. Ui, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir haben dort hinten eine 8, wir haben eine 9, noch eine 9, noch eine 9. Und dann bitte nochmal einen riesengroßen Applaus. 3-mal die 10. Respekt. Bei solchen Wertungen bekomme ich Lampenfieber, ob ich das hier gut genug mache. Aber gut, damit haben wir eine Punktzahl. Sagenhafte Punktzahl von 47 Punkten. Respekt. Der nächste Slammer teilt sich einen Vornamen mit jemand anders aus unserer Vorrunde, wie ihr vielleicht seht, ist auch nicht ganz unerfahren, wie ich gehört habe. Auch er kommt aus dem schönen Schleswig-Holstein und ist direkt bei unserem Moin-Cluster auf mich zugekommen und meinte, Mensch, ich habe gehört, du machst einen Slam. Ich stand ja auch schon mal auf einer Bühne und da war er dann gleich verhaftet. Deswegen einen tosenden Applaus für Fabi, bitte! Ja, wie soll man denn darauf folgen? Das ist jetzt, naja. Der Text ist weder lustig noch 6 Minuten lang, aber ja, hat was mit dem lustigen Wort und zu tun. Heißt und die Kerze. Ich sehe die unverwüstlich scheinenden Kerzen, geschützten Laternen. Die Welt ist wie ein dunkler und beißender Sturm. Und ein jeder, der hindurchgeht, hat sein eigenes Licht zu tragen. An mir vorüber ziehen Hunderte, Zehntausende, ziehen Zehntausende mit strahlend hellen Fackeln, einem jeden seinen Weg erhellend. Du ziehst an mir vorüber, deine Fackel flackert im Dunkeln. Die Tropfen im dichten Nebel verdampfen bei der kleinsten Berührung und hüllen dich in einen warmen Nebel. Die Tropfen kondensieren auf deinem Gesicht, während du aus meinem Sichtfeld verschwindest. Ich sehe Lichter am Horizont, einige davon stärker als andere. Aber alle bewegen sich voran. Gruppen aus Hunderten erleuchten weite Teile des durchstürmten Felds. Doch ich stehe allein, dem Wind abgewandt, versuchend, mein kleines Licht vor den Böen zu schützen. Es ist nicht größer als ein Teelicht und es schafft es gerade einmal, meine sionklammernden Hände zu beleuchten. Während ich die Schatten der anderen um mich herum wahrnehme, bin ich nur noch auf mein eigenes, kleines, schwaches Licht fixiert, welches ich mit all meiner Kraft versuche, vor dem endgültigen Erlöschen zu bewahren. So einfach wäre es, die Hände zu öffnen, die Kerze fallen zu lassen, sich in der Gewissheit zu befinden, sich nicht mehr sorgen zu müssen. Doch was bleibt? Nur die Ungewissheit, das Dunkel, der ewige, der eisige Wind und die Leere. Die Leere, vor der die Furcht mit jeder weiteren Sekunde im Sturm, mit jeder weiteren Sekunde mit den Händen schützend um mein Licht geschlungen schwindet. Ich lasse nicht los. Noch nicht. Ich umklammere das einzige Licht, das ich je kannte. Welches ich kannte, als es groß war. In jenen schweren Zeiten, in denen es trotz der Umstände hell brannte und auch in denen es kurz vor dem Erlöschen schien. Meine Hände nähern sich schützenderweise immer weiter der glühenden, der blutroten Flamme vor mir. Bis ich nur noch die Hitze spüre. Meine Hände, sie nehmen die Hitze auf und verteilen den Schmerz durch meinen ganzen Körper. Und dieser nimmt genauso Besitz von mir wie der Wunsch, den Griff zu lösen. Der Wunsch, sie loszulassen, der Wunsch zu schreien, zu weinen, sie von mir zu schleudern. Das Licht, das die Welt um mich herum zu dem macht, was sie ist. Das Licht, das meine Hände verbrennt, doch mir gleichzeitig Trost spendet. Es nimmt all meine Aufmerksamkeit in sich auf. Bis ich allem außer ihm gegenüber, selbst der stürmenden Welt um mich herum, völlig empfindungslos geworden bin. Doch dann lässt der Wind nach. Der Regen verringert sich zu einem Nebel und die zitternde Flamme in meinen schmerzenden Händen kommt zur Ruhe. Die Fackeln der anderen Wanderer am Horizont werden erkennbar und ich beginne damit, meinen Weg fortzusetzen, mich dem beleuchteten Schatten anzuschließen. Immer in der Angst vor dem nächsten Schauer, der nächsten Böe, vor dem nächsten Sturm. Wie geht diese Geschichte aus? Ich weiß es nicht.
Mein Licht, es leuchtet nicht hell genug, um mir den Weg zu weisen. Die Zukunft ist genauso neblig wie die Vergangenheit. Alles, was ich sehe, ist das Jetzt. Alles, was ich sehe, ist das Jetzt. Ist der Regen, ist der Sturm. Und mein Licht, das einzige Licht, das ich je kannte. Nach einem Und wurde noch nie ein Satz beendet. Na und? So, ein kürzerer Text. Ihr kriegt eine kürzere Bedenkpause. Na, komm schon. Na, seid ihr ready da vorne? Ja, was sagt denn so der Sechs-Punkte-Mann? Wie geht's dir so da hinten? Ja. Du schwankst ein bisschen ab, seitdem wir in der zweiten Runde sind. Aber ist okay. So gut, dann, wenn jetzt kein Juror Nein schreit. 3! Hoch und oben halten. Wir haben eine 7, eine 7, eine 7, eine 7, eine 6, eine 6 und eine 9. Mensch, hast du die 6 mal umgedreht oder was? Nein, das ist eine 9. Wunderbar, vielen Dank. Haltet die Karten oben. Und damit haben wir 34 Punkte für Fabi. Applaus! Gleich habt ihr alle Slammer des Abends gesehen. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen noch diese tollen Preise loswerden, die wir haben. Und deswegen möchte ich schon mal unseren nächsten Slammer ganz schnell zur Bühne bitten. Er hat einen Nickname, den er mir zum Glück vorgesprochen hat. Deswegen weiß ich, wie er heißt. Bitte macht Lärm für Alex! Und halten, bis er oben ist wieder. Nein, komm rum, lauf nicht weg. Komm her, du schaffst das. Hallo. Ich habe definitiv den kürzesten Text. Und er heißt Plitschplatsch. Ich hebe meine Gabel aus der Badewanne. Nenne mich Poseidon. Ich bin Herr dieser Wanne. Psst. Niemand kann mir entkommen. Ja, auch nicht diese gelbe Gummiente. Sieh zu, wie ich ihresgleichen in der Badewanne ertränke. Ich drücke auf die Enten drauf. Bläschen steigen auf. Psst. Ein psychopathischer Blick, während ich sie ersauf. Eine Babyente weint im lauten Chor. Ihre Eltern ertränkte ich im Waschbeckenmoor. Wieso tust du das? Warum bist du so grausam? Kein Platz für eine größere Wanne. Ich wollte nicht Bau sparen. Psst! Diese Wanne ist nicht groß genug für uns alle. Gefühle poppen auf, welche ich noch nie erfuhr. Erkenntnis, ich bin eine einsame, ungeliebte Kreatur. Die letzte Blase steigt auf. Was habe ich getan? Ich leg die Gabel beiseite. Niemand darf das erfahren. Ich nehme die Babyente. Wie kam es nur so weit? Das ist des Entes Ende. Es tut mir unglaublich leid. Ich lasse es regnen, weil ich nun die Trauer sehe. Ich tue dies, indem ich am Wasserhahn drehe. Laut jauchzend, tief schnaubend, atemberaubend, wie stark der Schmerz brennt. Nein, das wird nicht das Ende sein. Ich werde jeder Ente, soweit es in meiner Macht steht, aus dem Wasser helfen. Ich werde kein Wesen mehr nach seiner Gummihaut verurteilen. Ich werde fortan diese Wanne mit allen teilen. Ich werde mich bessern, den Schaden heilen. Ich werde dafür sorgen, dass alle glücklich verweilen. Geflüchtete stecken zwischen diesen Zeilen. Egal ob zwischen Meeresgrenzen oder auf hohen Bergen, egal ob im winzigsten Dorf oder Wolkenkratzerherden. Wenn es verhinderbar ist, es ist traurig, dass Menschen sterben. Wir sollten unsere Aufmerksamkeit nicht auf Gummienten lenken, sondern sie lieber allen, wirklich allen, die Hilfe brauchen, schenken. Quark. Ja.
Vor so einem Applaus muss man noch nicht flüchten. Das sind liebe, nette Menschen hier. So, Gedenkpause. Jetzt wird spannend, auch hier entscheidet es sich gleich ein enges Rennen auch hier wieder. Entes Rennen, was? Gut. Liebe Juroren, ich muss euch wirklich hetzen. Ich habe gerade auf die Uhr geguckt und das mit den anderthalb Stunden. Okay, seid ihr ready, Juroren? Ich höre kein Nein, deswegen. 3, 2, 1, 2! Ah, die letzte Bewertung des Abends, immer schön. Wir haben die 8, eine 8, eine 9, eine 6, eine 8, eine 5 und eine 8. Oh, ist doch wieder oben lassen, ne? Hier, also. Nicht unseren Excel-Spezialisten verwirren. So, und damit kommen wir auf eine Punktzahl von 38 Punkten. Vielen Dank nochmal, einen Applaus für Alex. Schön. Jetzt ganz flott fangen wir dann an. Denn jetzt kommt das Finale. Schön. wir werden in umgedrehter Reihenfolge anfangen dann gleich. Das heißt, die Leute, die als letztes auf der Bühne standen, stehen jetzt gleich als erstes auf der Bühne. Das tut mir sehr leid. Jetzt gleich vor allen Dingen für blablabla. Yusef fängt dann an, dann kommt Pia und in der ersten Vorrunde, Fleming, kannst du das einmal nachgucken, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, haben wir dann erstes Mück und dann Simon. Bereitet euch schon mal innerlich vor. Ihr könnt ja schon mal an die Bühne rankommen, aber ich möchte euch noch einmal erzählen, was wir als tolle Preise mitgebracht haben, denn es gibt da so gewisse Slam-Traditionen und nun ja, wir haben uns was Schönes ausgedacht. Für den vierten Platz haben wir nachher eine Flasche Pfefferminzschnaps. Es wird besser. Für den dritten Platz haben wir nachher eine Flasche Pfefferminzschnaps. Für den zweiten Platz, könnt ihr es euch denken, haben wir eine Flasche Pfefferminzschnaps. Ja, es gibt im Bereich so Comedy gibt es ja so die Rule of Three, das heißt, danach ist jetzt halt nicht mehr lustig. Deswegen haben wir für den ersten Platz zwei Flaschen, nein, eine Flasche Jägermeister. Powered by Durst danach. So, wir machen weiter. Seid ihr alle bereit? So, jetzt kein Lampenfieber haben, denn jetzt noch einmal. Komm, wir steigen uns noch einmal rein. Ich mag das so schön, wenn ihr klatscht. So, komm, wir fangen an. Aber ihr seid voll drin. 8 Punkte bitte. 8 Punkte Applaus einmal. 9 Punkte. Und 10. 10 Punkte Applaus für Yusef. Halten. Ja, ihr müsst auch halten, den Applaus. Halt los. Oh. Ja, ich habe einen Text mitgebracht, den ich habe mich inspirieren lassen. Irgendwie, Torben meinte, das kann man auch in der Stunde schreiben. Wir brauchen nämlich 2 Stück. Und habe ich einen Tweet gefunden oder so eine komische Tirade zwischen einem Erdgeist und einem anderen Typen. Der heißt, Nostalgie ist auch nicht mehr das, was es mal war. So. Früher war ja alles besser. Da haben HackerInnen ja noch C programmiert. Das kann ja heute keiner mehr. Heute sind alle gleich manisch. Manche mit gewissen Vorzügen. Früher haben wir gearbeitet, wenn wir raubkopiert haben. Kein AdTorrent? Nein, wir hatten Disketten. Kennt ihr gar nimmer. Das waren tragbare Offline-Clouds. Idioten. Da waren die jungen Menschen auch noch politisch, also so richtig. Ohne diese Synapsen, Mangelerscheinungen, Influencer und Berühmtsein, Instagram und Co. Mehr wollen sie nicht. Vielleicht noch Selfies im Primark. Dabei ist Berühmtsein gelöst. Gibt 2 Möglichkeiten. Erstens harte Arbeit, viel Kreativität, richtige Zeit und etwas Glück am richtigen Ort. Punkt. Nummer 2, Selbstmord, reinkarnieren als Katze und man fährt im Haifischkostüm auf dem Staubsaugerroboter. Ja, kennt ihr, ne? Denkt mal drüber nach. Schau mal, diese Katze da, wie sie sich vom Laserpointer ablenken lässt. Haha, hehe, oh Mist, ich habe meine Studiumsrückmeldung verpasst. Meine Fresse. Da haben wir Hamdallah. Das war Arabisch für ich bin ein rassistisches Arschloch. Dabei haben wir heute so Wichtiges schon mal nachgedacht. Die neue Heisenbergsche Wutbürgerrelation zum Beispiel.
Sie sagen, Geflüchtete nehmen uns zeitgleich die Jobs weg, wollen aber nicht arbeiten. Ja, ist doch so. Aber was kann man denn schon tun? Ja, twittern könnte ich es und mich aufregen. Ja, und wie? Hier noch was Neues. Sein Essen fotografieren, was für ein Schrott. Ich werde ein Restaurant eröffnen, bei dem man sich via Social Media einloggen kann. Das Essen wird schon in der Küche fotografiert und sofort in den Stream geschoben. Mit Visual Rust 2.0. Im Knigge steht 2019, dass es unhöflich ist, mit dem Essen anzufangen, bevor es jeder fotografiert hat. Wieder erfolgreich abgelenkt. Heute denken die Menschen ja nur, sie seien politisch aktiv, wenn sie bei Facebook auf Anti-AfD klicken. Aber das reicht nicht, Leute. Früher, ja, früher, da sind wir auf die Straßen gegangen. Wir waren wirklich aktiv, nicht so wie die passiven Kinder heute. Demonstriert haben wir. Ja, also die anderen, ich hatte einen Raid. Aber wenn Deutschland Weltmeister wird, bin ich es ja auch. Solange es zu keiner Handlung führt, ist es scheißegal, ob man Angry Birds spielt oder sich über die AfD, Pegida oder GEZ aufregt. Man muss raus. Eine Frankreich-Flagge auf dem Profilbild reicht nicht. Hashtag analog. Ihr könnt jederzeit einsteigen. Das konnten wir früher nicht. Aber euch geht es viel zu gut. Akustikkoppler, Vitamin-D-Blocker und Schattenduschen braucht das Land. Vielleicht bewegt ihr euch dann. Steuern wir das Land in eine Depression. Apropos, wir hatten noch den echten Torvalds. Ah, wie gut alles war. Wie gut alles war. Und was passiert? Kommst du mit auf die Demo? Gleich. Ich muss nur kurz dieses Welche-Disney-Prinzessin-Bist-Du-Quiz machen. Ich sag dir, welche du bist. Friedrich Merz! Herr der Ringe war noch ein Buch. Ja, Buch kennt auch keiner mehr. Es ist Hardware. Schaut euch diese Legolastheniker heute an. Für die sehen alle Elben gleich aus. Nehmt doch eure KI, Lua, Deep Learning und macht mal was Nützliches. Ein Verhaltungsnavi zum Beispiel, das Leuten steckt, wenn sie mal rechts abgebogen sind. Nein, stattdessen Lootboxen und Werbung. Hammer. Oh, ein Glas ist runtergefallen. Lasst uns klatschen. Ja. Früher haben wir es aufgehoben. Wir hatten auch unsere eigenen Witze. Es gab kein Chuck Norris oder 4chan und Memes. Alles simpel, ehrlich. Aber ihr sitzt nur da. Selbst die Awareness muss jemand anderes machen. Ich beweise es euch. Wie nennt man eine schwarze Frau auf dem Mond? Eine Astronautin, was sonst? So, jetzt gibt es keine Wertung. Liebe Jury, ihr müsst nicht wühlen, denn das bewerten wir gleich alle zusammen. Deswegen müsst ihr jetzt diesen Text müsst ihr mal in euch nehmen, in eure gedankliche Gefrierkühltruhe mal reinpacken, einsippern, dass nichts ausläuft. Und dann merken, wie das so war. Okay, habt ihr alle? Wunderbar. Wir machen direkt weiter. Wir haben noch drei Texte und die wollen wir hören. Und deswegen bitte ich jetzt nach vorne mit tosendem Applaus, 10 Punkte Applaus bitte für Pia! Seid ihr euch sicher, dass ihr das wollt? Ja! Okay, eure Schuld. Ich war nicht vorbereitet, ist blöd gesagt. Haben wir Hundemenschen zugegen? Also Menschen, die Hunde wirklich gerne mögen, meldet euch mal. Es tut mir leid, dieser Text ist nicht für euch. Der folgende Text ist ein Dialog. Er ist eventuell ein bisschen improvisiert, eventuell auch ein bisschen mehr. Er ist eventuell ein wenig einseitig. Meine Gesprächspartnerin tut sich manchmal ein wenig schwer mit Worten. Und ihre Stimme ist ein wenig höher. Ich hoffe, ich kriege das hin. Sie ist nämlich halb taub. Nein, ist nicht deine Zeit. Nein, immer noch nicht. Du hast gerade erst was bekommen. Es waren Leckerlis, vor 5 Minuten. Ich habe auf die Uhr geschaut. Nein. Mhm. Mhm.
Ja, du verhungerst, ich weiß. Ja. Nein. Trapp, 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 trapp. Ist sie weg? Okay. Aufräumen, aufräumen. Okay, was ist das? Jody? Trapp, 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 trapp. Was ist das? Philidee Weltherrschaftspläne. Aha. Versklavung der Menschheit. Okay. Meinst du nicht, das ist ein wenig übertrieben? Okay. Verdient gemacht. Gut. Du, ich glaube, meine Uhr ist kaputt. Ich mache mal Futter fertig. Vielen Dank. Vielen Dank. Muss ich mir auch Sorgen vor dieser Winkelkatze machen, jetzt frage ich mich so. Gut, wir sind offiziell, wir haben offiziell überzogen unseren Timeslot, deswegen will ich gar nicht mehr groß rumlabern. Ich begrüße jetzt zum zweiten Mal auf der Bühne im Finale Smick. Großen Applaus! So, diesmal habe ich keine Blätter dabei, die ich dramatisch zu Boden fallen lassen kann. Ja, ist schade, nicht wahr? Genau, die meisten von euch sind wahrscheinlich schon aus der Schule raus. Ich muss da noch bis nächstes Jahr ein bisschen verbringen. Und weil das alles so surreal ist, habe ich schon mal meine Abiturabschiedsrede geschrieben, die ich euch jetzt hiermit vorlese. Das Schulsystem ist ein Konzept, welches mich nicht sehr überzeugt. Den ganzen Tag sitzen gelangweilte SchülerInnen auf Stühlen und schwitzen Tropfen aus Wissen aufs Papier. Hier ist Lernen eine Krankheit, eine Essstörung. Morgens gehst du mit Unlust in das Gebäude hinein, auch wenn Lernen eigentlich etwas Schönes und Spaßiges sein sollte, ähnelt es eher Bulimie. Ich kann nicht verstehen, warum und wie Menschen systematisch am Lernen gehindert werden, weil gesagt wird, dass du lernst, um zu arbeiten und um nach der Arbeit zu sterben. In der Schule ist es Lernen erst fressen, dann kotzen. Es ist wie Konsum und ohne Mehrwert, aber um dem System zu trotzen, musst du vor Kreativität und Strandhaftigkeit strotzen. Hier ist Lernen eine Krankheit und du lernst nicht, um zu lernen, sondern wie du dich gescheit verhältst, nicht hinfällst oder auffällst, sodass du vom Glauben abfällst, wenn du hören musst, wie wir lernen müssen und wie wir mit Interpretationsknüppeln zu geistigen Krüppeln geknüppelt werden. Bevor ich in die Schule kam, fand ich Schule und Lernen eigentlich ziemlich toll, doch nach der ersten Woche kam ich frustriert nach Hause und fragte mich, warum ich denn alles wiederholen soll, was ich doch eigentlich schon konnte. Erst fressen, dann kotzen. Es geht darum, Massen an Wissen in sich hineinzustopfen. Es geht darum, in der einen Prüfung nicht zu versagen und darum, bis dahin nicht zu hinterfragen, dass es Wichtigeres als Schule geben kann. Vor allem, wenn ich dann und wann der Absurdität entkomme, nur für einen winzigen Moment und wieder Lust aufs Lernen bekomme. Auch wenn es nicht um Integrale, Intervalle oder Interpretationen geht, sondern das Lernen fürs Leben im Vordergrund steht. Vielen Dank. Jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, es war eine sehr doofe Idee, erst die Preise zu verraten und dann zu erfahren, dass eine unserer Teilnehmerinnen noch in der Schule ist. Scheiße. Gut, ja, sie ist schon 18, wunderbar, dann glaube ich ihr das einfach mal. Wunderbar, ich habe das Gefühl, ihr seid noch heiß, aber wir haben jetzt noch einen allerletzten Text. Einen letzten drücken wir noch rein, liebe Angel, ihr habt es fast geschafft. Und jetzt noch einen letzten großen Applaus für einen Künstler, der auf die Bühne kommt. Haltet ihn, bis er oben ist und dreht noch einmal richtig ab. Für Simon!
Ja, vielen Dank. Ich habe auch keinen Zettel dabei. Ich war nämlich nicht vorbereitet darauf, nochmal auf diese Bühne zu kommen. Ich habe aber vor etwas über 2 Jahren mal auf Twitter ein Projekt gehabt, das nannte sich 10 Uhr Poesie, und da möchte ich jetzt einfach ein paar von den Tweets vorlesen. Es sind alles sehr, sehr kurze, weil damals gab es noch eine gute Zeichenbegrenzung von 140. Damals war alles besser. Mein linker Platz ist frei. Ich wünsche mir eine Axt für den rechten herbei. Traurig aus dem Fenster schauen, dabei noch schnell das Kind verhauen. Heute ist ein Regentag, weil das Blag nicht aufgegessen hat. Warum liegt da Rubin rum? Und warum hast du Majora's Mask auf? Hey, listen! IT-Märchen. Es war einmal ein Windows-Update. 1%, 2%. Und wenn sie nicht gestorben sind... Nein, im Ernst, sie sind alle gestorben. Du bist ein offenes Buch für mich. Außen Leder, innen Kitsch. Für den nächsten möchte ich mich bei meiner Familie, die gegebenenfalls noch zuschaut, entschuldigen. Ene mene miste, du bückst dich und ich fiste. Wasser, Basis von Leben, Todesursache, Ausdruck von Traurigkeit, aber allen voran Grundlage für Speiseeis. Herr der Handtücher, ein Tuch sie zu knechten, sie alle zu binden, per Anhalter zu reisen und die Frage zu finden. Du bist für mich ein offenes Buch, geschrieben in Comic Sans. Dankeschön. Bleib auf der Bühne, bleib auf der Bühne! Vielen Dank für diesen letzten Text noch. Alle Finalisten, kommt hoch, die Finalisten kommen einmal hoch und ihr bleibt auch hier, denn jetzt seid ihr gleich gefragt. Ihr stellt euch jetzt hier in der Reihenfolge auf, nicht so ganz hinten, kommt ruhig nach vorne, die beißen alle nicht. So, ein bisschen zur Motivation schmeiße ich euch jetzt noch mal ein bisschen Schokolade rein, denn wir werden gleich jetzt bewerten. Ihr habt euch ja gemerkt, wie das alles so war, die ganzen Texte. Und daraus hier mal vorne ein bisschen, hier guck mal du meldest dich schon die ganze Zeit. Ihr werdet jetzt gleich nach Applaus nacheinander bewerten, welcher Text euch am besten gefallen hat. Und dann werden wir den Gewinner küren des ersten Chaos Communication Slams in Leipzig und überall. Ich möchte, warte mal, ihr tauscht nochmal beide Plätze und dann steht ihr alle richtig rum oder so fast. Ja, wunderbar, dann möchte ich hören. Fangen wir wieder umgekehrte Reihenfolge an. Ich möchte jetzt, ihr müsst alles reinlegen, wenn ihr für diesen Poeten seid. Also ihr applaudiert für alle, aber für den, den ihr am liebsten mögt, applaudiert er natürlich noch ein bisschen mehr. Und deswegen möchte ich jetzt gleich einen Applaus hören für die Twitter-Kurzgeschichtensammlung von Simon. Applaus! Ich höre da hinten Getrampel, ihr macht das schon richtig, das ist sehr gut. Dann hat Zwick uns eine Abiturabschlussrede vorgetragen, mutig und mich erst fast in Schock versetzt. Und deswegen einen Riesenapplaus für Zwick! Hast du da hinten irgendwie eine Fangruppe? Weißt du nicht? Ja, anscheinend. Ja, ihr seid alle gut, ihr seid im Finale, gut. So, Katze übernimmt Weltherrschaft. Klingt realistisch. Einen Riesenapplaus für Pia, bitte! In Ordnung, in Ordnung. Ich sehe Hundemenschen anwesend. So, und nun kommt die Frage noch nach unserem letzten Poeten. Das Ketten mit sich rumtragen. Das ist eine Zeit, die habe ich nicht mehr so wirklich erlebt. Da bin ich dann doch vielleicht ein bisschen zu jung für. Au. Gut. Deswegen, jetzt gebt bitte alles für Yusuf!
Ihr macht es mir nicht einfach. Wir haben hier lange überzogen schon. Die Engel sind alle müde und ich sorge nur noch dafür, dass sie noch müder werden. Alle diese Poeten haben wunderbar gekämpft. Das waren tolle Texte. Es hat mir einen Heidenspaß gemacht, dass diese Schnapsidee jetzt in echten Schnaps verwandelt wird. Und damit möchte ich den Preis verleihen. Traditionell beim Slam in Schleswig-Holstein gibt es nämlich immer eine Flasche Kräuterschnaps. Und diese Flasche Kräuterschnaps, die erste auf dem Chaos Communication Congress, geht an Youssef. Ein Riesenapplaus für Youssef. Und alle Teilnehmer, komm hier. Aber ihr sollt auch nicht leer ausgehen. Nochmal lauter, 10 Punkte hier. So, turn it up to 11. Ein vielen Dank an euch alle, dass ihr hier wart. Vielen Dank an alle Poeten. Kommt gerne nochmal hoch, wenn ihr mögt, liebe Poeten. Ein Applaus für alle Poeten. Sie haben tapfer gekämpft und der Schnaps wird fair geteilt. Wir sind ein kleiner Kommunismus hier. Und haltet den Applaus für die tollen Engel, die nicht nur diesen Vortrag machen, sondern diesen ganzen Kongress. Gebt ihnen mal ein Bier aus, wenn ihr an der Bar trefft. Von uns Textern hier, an unsere beiden tollen Organisatoren, nochmal richtig reinhauen. Danke. Dankeschön.